liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die meisten Kinder freuen sich schon jetzt auf die Weihnacht. Aber nicht nur Kinder, auch der Santa Claus ist ganz aufgeregt. Denn was er im neuen Spielsachenkatalog entdeckt hat, ist alles, was Kinder sich wünschen. Auch gewinnen kann man, zum Beispiel Reisen nach Amerika, nach Paris und nach Rust oder wertvolle Einkaufsgutscheine. Jetzt also gut aufpassen und den Santa-Gob genau beobachten, dann findet ihr die richtigen Antworten bestimmt schnell raus. In wer ist der Santa-Gob verliebt? Bei welcher Sportart ist der Santa-Gob Schiedsrichter? Und was für ein Musikinstrument spielt der Santa-Gob? Alles richtig beantwortet, dann den Wettbewerbstalon im nächsten Go-Laden einwerfen oder einschicken. Am besten füllt ihr darum möglichst schnell den Wunschzettel aus. Und bei diesen Preisen spielt sogar Scotty, der Papi oder das Grossi wieder gerne mit. Etwas fehlt noch, nämlich das Rezept mit dem Andy Zaug. Und hier ist er. Und zwar mit einem Risotto Trefungi. Grüß dich miteinander. Der Sammy Klaus bringt heute zwar alles ein bisschen durcheinander, wie ihr seht, aber ich habe ja schon alles parat. Pilze sollte man nie waschen. Nur ein bisschen abbürsteln, rüsten und in schöne Stücke schneiden. Jetzt Zwiebeln im Olivenöl gut andämpfen, dann Pilze dazugeben und 2-3 Minuten mitdämpfen. Jetzt die andere Zwiebelhälfte gut andämpfen, dann den Carnaroli-Reis oder den Naturaplan-Risotto kann man natürlich auch nehmen. Gut glasig dünsten, mit Weisswein ablöschen und Bouillon dazugeben. Und rühren den Risotto ca. 20 Minuten kochen. Indem man immer wieder ein bisschen Bouillon dran gibt. Und wenn der Risotto schön al dente ist, das heisst noch ein bisschen Biss hat, Pilz dazugeben. Kurz vor dem Servieren Mascarpone, Parmesan, Butter und Olivenöl drunter ziehen und mit einem gehackten Beterli garniert und einem schönen gemischten Salat servieren. Das Rezept für den Risotto Trefungi findet ihr wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Einen guten Miteinander! Das war's für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen stimmungsvolle Adventsdekorationen. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen!